Gunnars Kochstudio Teil 2. Wir gucken erstmal hier, was hat er. Freitagmittag, 14 Uhr in Marzahn und Deutschland. Eine Nation atmet auf und schaltet in Vorfreude das YouTube ein. Dort nämlich beginnt eine neue Episode der bahnbrechenden Gourmet-Show Gunnars Kochstudio. Live aus der Showküche im 9. Stock in Marzahn nimmt uns Maître Gunnar mit auf atemberaubende Exkursionen durch die magische Galaxie der Urban Convenience Cuisine. Mach's nicht, Gunnar, mach's nicht. Denkt dran. Junge, wie sieht's denn? Die Küche sieht so dermaßen beschissen aus. Es macht mich traurig. Leute, wenn ihr so eine Küche habt, räumt auf. Was zum Teufel? Junge, ich hasse es, wenn der Küche nicht aufgeräumt ist. Es muss aufgeräumt sein, sonst reg ich mich drüber auf. Ich hasse es. Ich laufe da lang und da steht irgendwas rum, da kriege ich Aggression. Es muss aufgeräumt sein. Was los? Wie kann man denn so leben? Junge, guckt euch das an. Die sind irgendwelche Teller, die sind offen. Hier ist nicht mal ein Schrank. Du kannst nicht mal den Teller verstauen. Was los? Das sieht ja furchtbar aus. Das sieht ja alles furchtbar aus. Der hat hier auf einmal. Junge, ist so unsortiert. Alter, wenn das meine Freundin sehen würde, die würde den zusammenschlagen aus Versehen. Aus Versehen, ja? Freitag, 14 Uhr. YouTube einschalten und den quirligen Kochrebell Gunnar auf seinem Kreuzzug für gutes, schnell gemachtes und schmackhaftes Essen begleiten. Und jetzt, beseelte Fangemeinde, tanzt den Gunnar. Mach nicht diesen. Meister, wir lieben dich. Will der sich eigentlich zu Meme? Ich glaube, da will sich zu Meme machen. Ey, das geht nicht. Ohne Scheiße. Das geht nicht. Ey, was hat er gerade? Hat er gerade die Mayo geschüttelt? War das Mayo? Schüttelt er gerade eine Mayo-Flasche? Der hat eine absolute Macke, wirklich. Leute, das hier. Gunnars Kochshow, ja, Teil 2. Ey, wir müssen es uns einfach angucken. Ich scheiß mir heute noch ein. Das ist so dumm. Der Typ meint das einfach ernst. Nur mal ganz kurz. Ja. Der Typ ist nicht, das ist kein guter Mensch. Wir machen uns hier einfach nur drüber lustig und niemals diesen Mensch unterstützen. Niemals diesen Mensch in der Form unterstützen von, ey, das, was er sagt, ist gut oder so. Das, was der zum Beispiel auf Twitter sagt, ist die ekelhafteste Scheiße und unmenschenwürdigste Scheiße, die ich je gelesen habe. Ja. Der Typ, der schreibt zu Deutschland, dass wir Kriegsverbrecher sind, weil wir der Ukraine helfen und unterstützen. Ja? Der Typ ist übel schlimm. Ja? Das ist wirklich ein böser Mensch. Ja? Sage ich euch so, wie es ist. Aber das ist einfach nur, hier, er denkt, er kann kochen, ist aber wirklich, der ist einfach ein Koch. Der Dosenkoch einfach. Marzahn. Aus Marzahn übrigens. Wichtig ist, er ist aus Marzahn. Ja, ich wohne hier in Marzahn und ich habe hier in Marzahn natürlich auch gelernt, schnell, effizient und geschmackvoll zu kochen. Heute gibt es Gulasch mit Nudeln für euch. Nee, der hat zu Deutschland gesagt, dass sie Kriegstreiber sind, nicht Kriegsverbrecher. Kriegstreiber. Was geht wieder los, Leute? Ja, herzlich willkommen zu Gunnars Kochshow. Er macht wieder die Musik an. Junge, der hat gar nicht mehr den Fencheltee. Der hat den ganzen Stapel hier. Hä, hat der aufgeräumt? Leute, ist euch aufgefallen? Hier sieht's einfach gut aus. Der hat auch nicht mehr. Doch, das sieht immer noch scheiße aus hier. Ich weiß nicht, was das sein soll. Paniermehl oder so? Oder Kornflakes? Der hat einfach Maggi. Er ist einfach der Maggi-Profi. Was hat er denn hier? Ist das Curry? Irgendwas mit Curry oder sowas? Shrimp. Junge! Bro, was zum Teufel, was frisst der? Vor allen Dingen, man sollte auch immer Waschmittel neben das Essen stellen. Das wird immer gesagt von jedem Gesundheitstyp, ja, der sich damit auskennt, der sagt immer, stellt immer die Spülmittel und sowas neben das Essen. Das ist sehr, sehr gesund. Durch der Waschmittel, da frag mich doch nicht. Vielleicht ist es auch Toilettenreiniger oder sowas. Keine Ahnung. Heute haben wir eine ganz besondere Marzahner Spezialität. Aber sieht gut aus jetzt im Hintergrund. Was wir euch heute anbieten. Heute machen wir Teigwaren mit echten Marzahner Gulasch. Was denkt ihr, wie echt wird der Gulasch sein? Schreibt rein, wie denkt ihr, welche Form von Gulasch werden wir jetzt gleich sehen? Ihr wisst ja, Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teigwaren. So, wir nehmen jetzt die Marzahner Teigwaren. Nein, er hat doch nicht aufgeräumt, Leute. Der Fenchel steht immer noch falsch rum da.
Ich dachte, der hat aufgeräumt, aber der hat bloß die Perspektive hier oben gefilmt. Oh Junge, es sieht noch beschissener aus. Ey, wie kann man so schlecht stapeln? Nicht mal, wenn du es einfach unordentlich stapelst, kannst du es so hässlich machen. Mach's doch ordentlich. Junge, du kannst das ja wenigstens ordentlich stapeln. Wie kann man denn so scheiße stapeln? Sieht ja. Junge, ich komm nicht drauf. Klar, ey, kickt da bei dem nicht irgendwie die Ordnung rein? Packen die ganz vorsichtig aus. Weil ihr wisst ja, wir sind in Marzahn immer sehr sparsam. Wir wollen ja nicht hier Verlust haben. Das Kabelmanagement ist gut. Nehmen wir so ein Bündel von diesen Teigwaren. Das Kabelmanagement. Aus. Junge, bei mir das Kabelmanagement regt mich auch auf. Aber das gibt. Also, es ist ja wirklich. Das ist eine Todsünde, was er hier gerade macht. Ja, und dann kennt natürlich ihr alle das Problem. Die Teigwaren passen nicht in den Topf rein. Das ist immer das Problem bei diesen Teigwaren. Also haben wir. Nein, knick's nicht. Nein. Marzahner Erfindung. Nein! Oh mein Gott, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht einfach Spaghettis knicken. Bist du lost? Einmal in der Mitte durchbrechen und schon passen die Teigwaren in den Topf. Du musst bloß 2 Minuten lang das Wasser warm halten und die knicken direkt so ins Wasser rein. Ist der doof? Hat denn das noch niemand gesagt? Das ändert doch dann nichts an der Konsistenz. Was ist denn los mit dem? Freien. Seht ihr, liebe Freunde? Nein, Spaghettis kann man nicht knicken. Da wir natürlich in Marzahn großen Hunger haben, weil das wir geht nicht. Arbeiten, das ist eine Todsünde. Stängel von den Teigwaren brechen die auch wieder durch. Gott, ey. Und in den Topf mit dem heißen Wasser. Jeder Bruch ist auch ein Bruch im Herzen. Ja, liebe Freunde, und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, der Marzahner Gulasch. Dazu nehmen wir original Rindergulasch. Er macht mich wirklich krank. Wirklich, er macht mich krank. Er nimmt wieder. Er nimmt wieder Rindergulasch aus der Dose. Marzahner Rindergulasch. Hier steht denn hier Marzahner Rindergulasch drauf? Scheiße, die habe ich auch im Schrank. Ey, direkt kontaminieren oder sowas. Du kannst im Leben so leckeren Gulasch machen. Haben wir auch schon öfter gemacht. Wirklich. Da mache ich dir noch ganz leckere Klöße dazu. Und was macht er? Rindergulasch in Bratensoße. Irgend so ein Klassiker. Aus der Dose. Da läuft wieder dünnes gepaart mit Stücken aus der Dose. Ey, ohne Witz. Wenn wir wieder sehen, wie das aus dieser Dose läuft, das macht mich fertig. Tamara, danke für die 10 Bits. Wann machst du deine Kochshow? Ey, wir brauchen dringend eine Kochshow, Leute. Muss ich das auch zeigen? So eine Scheiße. Junge. Ja, das Problem ist aber, Gulasch, der muss halt lange ziehen. Das dauert halt ein Stück, ne? Deswegen, es wäre eine lange Kochshow. Das ist eine Portion für einen Marzahner. Ist auch entsprechend so portioniert. Ja, und dann nehmen wir unseren Topf. Dann wieder ganz vorsichtig, wie ich Ihnen das bereits in der letzten Folge erklärt habe. Langsam abgießen. Zeigefinger und Daumen nehmen. Mit dem Daumen die Lasche hochschieben. Mit dem Zeigefinger. Und der Trick dabei ist auch, bei dieser Lasche, das hat extra ein Loch drin, diese Lasche, dass du deinen Strohhalm reinstecken kannst. Und dann kannst du auch den Rindergulasch durch den Strohhalm ziehen. Auch lecker, ja. Dafür sind die Dinger da. Ganz vorsichtig den Deckel abziehen. Sie wissen, wenn Blut in den Gulasch kommt, schmeckt das Ganze nicht mehr und ist auch nicht mehr ansehnlich. Das ist eine Lüge, das schmeckt trotzdem noch gut. Dann nehmen wir den Original Rindergulasch und geben ihn dann ganz vorsichtig. Das ist so eine Beleidigung für wahren Rindergulasch. Was wir hier gerade sehen, ist eine Beleidigung, Leute. Das ist eine Beleidigung für jeden Gulasch dieser Welt. Ja. Du kannst nicht Gulasch. Das kannst du nicht Gulasch nennen. Das geht nicht, Leute. Das ist kein Gulasch, liebe Freunde. Ich glaube, wir alle haben schon mal Dosenfutter gegessen. Und du schmeckst im Dosenfutter die Chemie zu 1000% raus. Das ist bloß Chemie, die ekelhafte Scheiße. Und es ist furchtbar. Also ich habe noch nie Dosen Gulasch gefressen, aber zum Beispiel sowas wie einen Linseneintopf aus der Dose habe ich schon mal gegessen und du schmeckst nur noch Chemie. Es ist furchtbar, wirklich. Also irgendwann macht es dich auch krank. Aber das ist nicht zu vereinbaren mit der Moral in Dosen Gulasch. Das geht nicht. Okay, pass auf, da schüttet er den Gulasch vom Topf in den Wasserkocher. Junge, das ist ja so geil. Oder der püriert das nochmal in so einem Mixer und alles spritzt voll mit dieser Scheiße. In diesen Topf. Ey, du machst nicht fertig, Gunnar.
Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder. Warte, wie sah es aus? Wir sind top. Warte. Super. Das sieht. Das ist kein Gulasch, Leute. Das ist kein. Leute, wenn das Gulasch ist, dann. Dann weiß ich auch nicht. Das ist Hunde. Ja, das ist Hundefutter. Aber das ist schlechtes Hundefutter. Gutes Hundefutter sieht besser aus. Guckt euch das doch mal an. Das sind irgendwelche Brocken. Das ist irgendwas. Das ist irgendwas. Was ist das? Sieht aus wie reingekackt. Ja, der. Und für das sterben Tiere. Es ist so. Wobei ich denke, bei den Dingern, da ist weniger Fleisch drin als Chemie. Ich denke, hier überwiegt die Chemie deutlich mehr als Fleisch. Das heißt, du frisst eigentlich nicht mal Fleisch. Das sieht aus wie Knastessen. Ich weiß nicht, wie Knastessen aussieht, aber Knastessen, schätze ich mal. Ja, doch, sieht vielleicht noch. Das sieht noch ekelhaft aus als Knastessen. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder fast fertig mit unserem Essen. Wir nehmen wieder eine. Wisst ihr, was mich auch fertig macht? Der hat auf seiner Küchenzeile, das ist ein No-Go, hat der Glasreiniger. Warum hat man Glasreiniger auf der Küche? Hast du kein Badezimmer mit einem Schrank, wo du das Zeug einräumst? Mich würde mal interessieren, ob der überhaupt einen Schrank zu Hause hat. Das, was ich hier sehe, sind drei Regale, wo alles vollgestellt ist. Hier ist immerhin, die Schoko hat er umgeräumt, ja. Der hat immerhin Schoko umgeräumt und hat es in die zweite Etage geschafft, ja. Die ganze Küche ist ein No-Go. Natürlich ist die ganze Küche ein No-Go. Junge, was ist denn da? Guckt euch die Kabel an, ey. Das macht nicht. Muss der immer, wenn der irgendwas kochen will, das Kabel erstmal anstecken? Ich kann mir das echt vorstellen. Der muss immer erstmal das Kabel anstecken. Oh, das wird mich so fertig machen, ne? Dann hier Kelloggs einfach hier irgendwo hochgestapelt. Das sieht so traurig aus. Das ist ein richtiges. Das ist eine Küche, die macht mich traurig. Guck. Hä? Ach lol. Ach, hier kommt noch das. Warte ganz kurz. Das muss ich aktualisieren. Sonst läuft das jetzt hier wieder durch. Also das macht mich wirklich fertig. Guckt euch das hier an. Die Einrichtung ist eine. Ist ein Trauerspiel. Wirklich, Gunnar. Wirklich. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich was einrichte. Dafür hat meine Freundin gesorgt, dass es schön aussieht. Aber das, was Sie hier machen, Herr Gunnar, ja, ist ein Trauerspiel. Ich hoffe, man wird Sie dafür verklagen oder so, weil es geht einfach gar nicht. Ja, Schrimp. Und hier irgendeine 5-Minuten-Terrine. Also gesundes Essen kann er einfach. Kann er. Einen Lappen, damit wir die Nudeln abgießen können. Nehmen den Topf von der Kochstelle und okay, warte, ich mach einfach rüber. Das Wasser ab. Mach keinen Mist, und Bruder. Die Nudeln in so ein traditionelles Egal. VEB. Ja, oh. Ey, nee, das kann nicht sein, wirklich, das ist so blöd. Das ist so doof. Es macht mich glücklich, das macht mich, weil ich ein AfD-Politiker, es macht mich das glücklich, weil er so dumm ist. Du merkst einfach, dass er dumm ist. Es liegt in seinem Gen, der ist bei der AfD. Guckt euch das an, ey. Wir tropfen ab, der denkt einfach, die Dinger sind trocken. Jeder weiß, dass es dann nach unten tropft. Der ist es einfach. Und die Nudeln in so einen Tradition. Der macht, der schüttelt nicht mal. Junge, jeder Mensch schüttelt erstmal, damit das Wasser erstmal so wegfließt. Guckt euch das an, das ganze Wasser ist noch auf den Nudeln drauf. Guckt euch den Typen an, der ist so gut. VEB, Plastisieb. Und dann kommen die Nudeln natürlich auf unseren schönen Teller, weil wir wollen das. Da ist so eine Pfütze einfach auf dem Boden und er checkt das nicht. Der hat das wirklich nicht gecheckt. Guck dir das an. Das ist ein richtiger Pissstrahl einfach. Und dann kommen die Nudeln natürlich auf unseren schönen Teller, weil wir wollen das natürlich ja auch essen, unser Gericht. Wir machen, warte mal ganz kurz, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Wer macht den Spaghettis mit Gulasch? Ist es normal, dass er. Du machst doch nicht diese Art von. Machst du. Macht man das? Wobei ich habe schon mal. Doch, schon mal. Schon mal vielleicht Spirellis mit ein bisschen. So dieses. Dieses. Wie nennt man das? Ja, schon Gulasch, aber. Wie nennt man das Essen so? Ach, keine Ahnung. Nee, Wurstgulasch. Nee, Wurstgulasch ist anders, ja. Zu Gulasch gehören Klöße. Ja, Klöße oder Kartoffeln mit Rotkohl. Das macht man auch nicht mit Spaghettis. Ja,
Ja, mach's doch wenigstens mit Bandnudeln oder mit Macaroni, so, dass das schöner aussieht. Was ist das? Okay. Und dann kommt natürlich das Wichtigste. Gott sei Dank erspart er uns, wie er das isst. Das ist das Gute. Nächste, liebe Freunde, der Gulasch. Als allererstes schalten wir den Herd aus. Denn ihr wisst ja, wenn der Herd nicht aus ist, dann kann es schnell zu Unfällen in der Küche kommen. Und das wollen wir ja natürlich auf gar keinen Fall. Wir rühren noch einmal kräftig rum. Dann nehmen wir unseren echten Marzahner Gulasch von der Kochstelle. Schäm dich. Schäm dich wirklich. Auf dem Teller. Ach. Schön drapiert. Wie dickflüssig das ist. Wirklich. Er soll, wirklich, der schämt sich nicht. Der schämt sich nicht. Der hat auch immer wieder das dumme Hemd an. Ja, es stimmt. Er schämt sich einfach nicht, dass er das gerade macht. Er bietet Menschen die Scheiße an. Stell dir vor, du bist bei Besuchen, der kocht für dich. Überlegt euch das mal. Er möchte eine Tafel bieten für alle. Und du siehst dann den Schmutz. Junge, ich weiß nicht. Ich würde auf den Teller spucken, ihr würdet das wahrscheinlich auch noch anderen anbieten oder so. Pieren. Die Soße. Und ich gebe Ihnen dann mal noch einen Tipp. Wenn man den Gulasch aus dem Topf tut, sieht der Topf meistens so aus. Damit der Topf leichter zu spülen ist, tun Sie einfach ein bisschen Wasser in den Topf rein. Jetzt, weil jetzt ist er schon. Jetzt gibt er wieder einen krassen Tipp für die ganzen AfD-Politiker. Jetzt gibt er einen krassen Tipp, weil viele AfDler wissen das noch nicht. Und stellen den Topf mit dem Wasser. Ich weiß nicht, ob das eine Show ist für die AfD-Politiker. Ich denke wirklich ohne Witz, die AfD-Politiker, die sitzen so da. Ah. Ah. Ah, Gunnar. Ah. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Krass. Krass, so. Ah, kranker Tipp. Krank. Heftig. Ja, machst. Guter Job, Mann. Heftig. Ey, krasser Tipp. Danke, dass ich direkt Wasser da reintun kann, damit ich mir die Mühe erspare, dass das alles festkleben bleibt. Wasser dann nochmal auf die warme Kochstelle, dann löst sich nämlich der Dreck und dann kann man es auch leichter spülen. Ja, das ist Berufserfahrung, liebe Freunde, als Koch. Ja, und dann unser Essen wollen wir natürlich nochmal verfeinern. Mach's nicht. Dafür nehmen wir edelsüßes Paprika und das kommt dann noch ein wenig über das Gulasch, damit das auch den Original Marzahner Aroma bekommt. So, liebe Freunde. Warum macht man Paprika-Gewürz über Gulasch? Mich würde jetzt nichts wundern, wenn er noch das Curry-Gewürz rausholt und über Gulasch schüttet. Was ist los bei ihm? Junge, er streut's drauf, wie bei Nudeln normal Käse drauf gemacht wird. Was ist denn los bei ihm? Hier habt ihr Original Marzahner Gulasch mit Nudeln. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Und denkt dran, guckt euch an, wie dickflüssig die Scheiße ist. Ich will nicht wissen, was da alles drin ist. Macht man das nicht in den Gulasch und nicht über den Gulasch? Ja, man macht das schon über den Gulasch laut dem Herrn hier, ja. Nächste Woche auch wieder ein, wenn dann die nächste Folge kommt mit den Original Marzahner Gerichten aus Gunnars Kochstudio. Vielen Dank. Ja, es ist wirklich, der Typ macht mich krank, wirklich. Es ist halt schon amüsant zu sehen, wie sich jemand so zum Ei machen kann, ne? Er macht sich ja wirklich extrem zum Ei. Wir gucken es mit der ganzen Familie. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teig waren. Bravo, Herr Lindemann, Sie sind nicht nur Deutschlands begabtester, sondern auch als ein lustigster Koch. Ach, ich liebe die Kommentare, die sind ja noch geiler. Frank Rosin ist ziemlich ruhig geworden, seit der Gunnar und seinen Einblick in seine hochwertige Marzahner-Küche gibt. Ach Junge, ich hab lange nicht mehr geweint im Stream, weil ich so lachen musste. Oh, ich kann nicht mehr.
Mein Gott. Mein Gott, diese Sendung hat mein Leben verändert. Früher waren meine Nudeln an meiner Seite immer hart, weil sie nicht in den Topf gepasst haben. Danke, dass ihr die Nudeln eigentlich nur untersprochen habt. Alles so gut. Oh, Alter, ich schwitz. Ich schwitz. Ich hab nichts gemacht. Ich schwitz einfach, weil ich lachen muss. Oh, Junge. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teigwaren. Nach diesen Worten werde ich mein Leben richten. Ach, das ist das... Junge, das ist so gut. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teigwaren. Dieser Satz rührt mich zu Tränen und wird mein Leben nachhaltig beeinflussen. Diese top organisierte alte Küche ist der absolute Knaller. Ach Gott, das ist gut. Ach, oh, gut. Ach, Junge. Ach, Junge. Warte, was war mit Allah? Möge Allah sie mit der höchsten Stufe des Paradieses belohnen. Ich weine wirklich, ich weine gerade. Ich habe Tränen in den Augen. Ich habe wirklich noch nie so geweint, glaube ich, im Stream. Ach, Junge. Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott, ist das gut. Ach, ich denke die ganze Zeit, irgendwann muss es doch mal aufhören. Aber die Kommentare, möge Allah. Das ist, der Typ ist AfD-Politiker einfach so, weißt du, der hat ja nichts mit. Der würde Leute einfach schlagen, die Allah sagen und so. Oh ja, das ist einfach geil. Oh, ich zitter schon, das macht mich gar nicht. Das ist gar nicht gesund, okay.